Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja vor kurzem das Magic Keyboard 2 und die Magic Mouse 2 so ein bisschen vorgestellt und mit Konkurrenzprodukten verglichen. Wobei meiner Meinung nach kommt da nur Logitech in Frage als Konkurrent. Ja, das ist ungefähr gleiche Liga, der Rest, noch nichts annähernd Gutes gefunden. Wen es interessiert, oben in der Infobox habe ich das Video mal verlinkt. Heute soll es aber um was anderes gehen. Heute geht es um wirklich konkurrenzloses Produkt. Und zwar spreche ich vom Magic Trackpad 2. Das möchte ich heute mal kurz vorstellen und habe dann vor, einfach mal die Frage in den Raum zu werfen und zu klären, ob das sich überhaupt lohnt, das Teil sich auf den Tisch zu stellen, wenn man mit einer Maus, das heißt die Magic Maus oder sonst irgendeine Maus, ist in dem Fall scheißegal, ausgerüstet ist, was das Teil bringt, was es für einen Mehrwert, für einen Nutzen hat. Ja, wir schauen uns das nach dem Intro mal an, genauer. Bis gleich. Wie gesagt, soll es darum gehen, dass ich das Magic Trackpad 2 ein bisschen vorstellen möchte und auch mit der Magic Mouse 2 vergleichen. Obwohl man die zwei Produkte überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, weil außer dass sie beide den Cursor über den Bildschirm bewegen, sind sie doch komplett unterschiedlich. Aber fangen wir mal mit Magic Trackpad 2 an. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein verdammt edles Stück Technik. Angefangen bei dem Alurahmen, der da wieder außen rum ist, also gleich das gleiche Spiel wie bei dem Magic Keyboard 2. Wirklich edel. Dann hinten dieser An-Ausschalter-Penöpsel, dieser kleine, den liebe ich ja sowieso bei allen drei Produkten. Wirklich, wirklich top gemacht. Gefällt mir sehr gut. Es hat eine absolut schöne und ja, eine sich geil anfühlende Glasoberfläche. Also es ist wirklich ein Spaß. Macht wirklich Freude, da mit dem Finger drauf rumzugleiten und zu machen. Wirklich toll. Also optisch und haptisch absolute Spitzenklasse. Auch vor allem, wenn man das Trackpad 2 in Kombination mit dem Magic Keyboard 2 benutzt und die zwei Teile einfach auf den Tisch nebeneinander stellt. Das sieht aus wie aus einem Guss. Das gehört so, das muss so sein. Und da, ich habe es schon in meinem letzten Video gesagt, wenn man wirklich Wert auf Optik auf seinem Schreibtisch legt oder auf seinem Arbeitsplatz legt, dann kommt man quasi nicht an den Apple-Produkten dran vorbei. Das ist meiner Meinung nach einfach Fakt. Die sind wirklich top. Technisch hat das Magic Trackpad 2 auch sehr viel zu bieten. Und zwar mal angefangen da, dass es keine mechanische Druckfunktion hat, sondern eine elektronische. Ja, also wenn ich einen Druck auslösen möchte, dann funktioniert es über Elektronik. Ich habe keinen mechanischen Druckmechanismus wie bei einer Tastatur oder bei der Maus drin. Es ist rein elektronisch und dadurch ist das Ding natürlich bis in die Ecken empfindlich. Ja? Das heißt, egal in welchem Eck, oben rechts, unten rechts, unten links, oben links, egal wo ich drücke, wisch oder sonst was mache, das Teil reagiert anstandslos und fehlerfrei. Es ist wirklich spitze. Hat mich jetzt in den paar Wochen, wo ich es jetzt nutze, nicht einmal im Stich gelassen. Dann auch die Möglichkeit, dass ich dadurch, dass ich jetzt keine mechanische Funktion mehr habe, auch ein haptisches Feedback habe. Ja? Was heißt dadurch, dass ich keine mechanische Funktion mehr habe? Aber anders gesagt, das haptische Feedback, das simuliert so einen mechanischen Druck wirklich genial. Also ich kann touchen, wunderbar, kennt man. Ich kann leicht drücken und kriege ein Feedback. Das fühlt sich so an, als ob ich gedrückt hätte. Ja? Es klickt auch kurz aus dem Lautsprecher, klick, klick und wirklich toll. Das Schöne daran ist, es gibt noch eine Force-Touch-Funktion. Das heißt, außer Touch und Druck kann ich auch noch fester drücken und dadurch wird er Funktionen auslösen. Ja, wie zum Beispiel Worte nachschlagen, irgendwas öffnen, sonst irgendeine Spielerei machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, die man direkt über macOS kann konfigurieren. Also man hat über macOS schon die Möglichkeit, relativ viel schön für das Trackpad zu konfigurieren. Wischgesten, Zweifinger, Dreifinger, was auch immer. Da geht relativ viel. So, dass man
wirklich Freude hat, in der Grundkonfiguration, also Trackpad und macOS, zu arbeiten. Ja. Es fängt schon beim Browsen an. Seite vor, Seite zurück, ranzoomen, kurz was lesen, zurückzoomen. Super. Ja. Mission Control öffnen, zack. Launchpad öffnen, zack. Es funktioniert so intuitiv geil, dass man eigentlich, ja, man denkt gar nicht mehr drüber nach, oder ich denke nicht mehr drüber nach. Ja, ich sitze am Rechner, mache irgendwas und es geht nur noch bum, bum, batsch, bum und genial. Also da gibt's wirklich nichts dran auszusetzen, funktioniert top. Wer mehr Gesten konfigurieren will, das hatte ich schon mal in einem der letzten Videos, einem der letzten Videos angesprochen, da gibt's dann das Better Touch Tool, dazu mache ich auch noch ein Video. Da hat man dann noch 1000 Möglichkeiten mehr, das Teil zu konfigurieren, ja. Mit einem Finger, 2, 3, 4, 5 Wischgeste hin und her. Also da kann man wirklich brutal viel machen. Es soll aber heute nicht unser Thema sein. Es geht ja um das Trackpad an sich. Ja, und ich habe mir das Trackpad gekauft, einfach nur, weil ich es haben wollte. Ja, ich wollte es haben und ich bin ja auch ein bisschen in die YouTube-Geschichte eingestiegen, wie man ja sieht, und man liest und hört wirklich sehr viel Gutes über das Trackpad in Kombination mit Videoschnitt unter anderem. Ne, Final Cut zum Beispiel, schön die Timeline ranzoomen, rauszoomen. Und ja, was soll ich sagen? Da muss ich sagen, da wo andere sagen, hol dir das Teil, das macht Sinn, hört es bei mir komplett auf. Wirklich komplett. Ja. Das funktioniert, wie gesagt, in jeglicher Software toll. Ja, wenn ich mir Bilder anschaue, mal kurz in ein Bild rein, raus, mal ein Bild drehen, hin und her, super. Beim Browsen oder Microsoft Office oder sonst irgendein Office-Programm, ist ja egal welches. Ja, Text schreiben, kurz runterscrollen, hochscrollen, was ranzoomen. Ja, es funktioniert wirklich spitze und es macht täglich Freude, damit zu arbeiten. Aber Final Cut? No way. Kein Witz. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir schauen uns das jetzt auf dem Monitor bei mir mal an. Dann seht ihr, was ich meine. Das ist, glaube ich, das Beste. Und so machen wir das auch. Bis gleich. So, ich habe mal drei Beispiele hier. Und zwar fangen wir mal an mit dem Browser. Ich nutze hier einen Microsoft Edge. Ist aber egal, welcher Browser, funktioniert immer genauso gut. Und hier kann ich wunderbar. Schaut mal, wie sanft das läuft. Und genau in der Geschwindigkeit, wie ich es haben will. Das Zoom macht da einfach nur Spaß, ja. Auf einer Webseite surfen und einfach mal nur kurz irgendwas lesen, wenn da irgendwas steht, und mal kurz so ranholen. Wirklich super. Wunderbar, funktioniert. Ganz toll. Fühlt sich auch wirklich gut an. Jetzt nehmen wir mal ein Bild. Gleiches Spiel. Ich kann reinzoomen, ich kann rauszoomen. In der Geschwindigkeit, wie ich es will. Das ist einfach. Das Bild liegt quasi an den Fingern. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, ich arbeite mit dem Bild ganz, ganz, ganz toll. Auch die Dreherei funktioniert echt bestens. Jetzt mal in Final Cut. Ich habe das Projekt von diesem Video jetzt gerade mal geöffnet. Jetzt versuche ich mal hier rein zu zoomen. Genau an der Stelle. Ich zoome rein. Oh, seht ihr, wie das wegrennt? Also, da funktioniert es einfach nicht so gut. Das. Ich zoome mal ganz langsam mit den Fingern. Ihr seht, wie ich sie bewege, rein und wieder raus. Jetzt zoome da trotzdem noch rein, obwohl ich hier wieder am Rauszoomen bin. Ja, schau mal, wie ich meine Finger bewege hier. Aber irgendwie... Ja, ich kann es euch nicht erklären. Es fühlt sich einfach nicht so gut an. Ohne Witz, das macht keinen Spaß. Das macht in jedem Programm Spaß, aber nicht in Final Cut. Ja, ich will hier reinzoomen, klar, ich kann hier einfach aufziehen, zack, da bin ich. Jetzt hat er aber so einen riesen Sprung gemacht. Wenn ich da nur ganz langsam reinzoomen will, da muss ich echt tierisch aufpassen. Das, ja, für mich ist das nix. Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr ein Trackpad habt, aber für mich ist die Zoomerei in Final Cut nichts. Noch ein anderes Beispiel, wo das Trackpad zum Beispiel wenig Sinn macht. Ich möchte irgendeinen Ausschnitt machen. Ja, ich mache jetzt hier einen Ausschnitt, fange so an. Also nur zur Erklärung, Ausschnitt bedeutet mit einem Finger klicken und mit dem anderen dann hier ziehen. Ne? Und jetzt
will ich einen großen Ausschnitt, habe ich gar nicht so breite Finger. Seht ihr das? Ich komme gar nicht weiter rüber. Oder runter und gleichzeitig rüber. Vergessen. Das Einzige, was ich da machen kann, ist loslassen und dann hier händisch weiterziehen. Ne? Mit der Maus ist das überhaupt kein Problem. Ich fange hier an, fahre da runter. So groß ich will. Gar kein Ding. Mit dem Trackpad heißt es aber, ich muss wieder einen zweiten Schritt machen. Ja, das ist extrem nervig. Also für solche Dinge ist das Trackpad einfach nicht gemacht. Ein anderes Beispiel ist der Umgang mit Dateien. Also wenn ich Dateien zum Beispiel verschieben möchte, da finde ich das Trackpad auch nicht wirklich geeignet. Ich möchte jetzt diese Dateien Mülleimer machen. Ja, natürlich klicke ich nicht hier oben rechts im Eck, nimm die und ziehe die hier rein. Und selbst jetzt wird es schon knapp hier unten, seht ihr? Sondern ich habe meine Hände meistens hier so mittig liegen. Jetzt schnappe ich mir die Datei, will sie hier runterfahren. Und ich bin halt schon am äußersten Ende von meinem Trackpad-Rand. Also es kann durchaus sein, und das passiert mir nun mal öfter, dass ich hier irgendeine Datei nehme, nicht dran denke, wo ich hier mit dem Finger bin, fahre halt hier runter, so, fertig. Ich komme nicht weiter runter. Was soll ich jetzt tun? Ich kann loslassen, nochmal greifen, ne, dann weiter oben, am Trackpad weiter oben und dann den Müll ziehen. Ja, dann funktioniert es. Oder ich kann runterfahren, das Trackpad festhalten, Finger umsetzen und weiter runterfahren. Das mag sich jetzt banal und bescheuert anhören, aber es sind wirklich so Kleinigkeiten. Ja, da sitzt eine Datei irgendwo in einem Eck, ich möchte die irgendwo hinbringen und ich stoße halt dann irgendwann an meinen Rand und die Probleme habe ich mit der Maus einfach nicht. Das ist einfach weg. Auch die Zielerei. Es mag sein, dass Leute, die nur mit Trackpad arbeiten, wirklich hier irgendwas sehen, zack, bumm, und sie sind mit dem Finger da. Bei mir ist das nicht so. Also ich bin mit der Maus viel treffsicherer irgendwo hin. Ja, geht für mich einfach besser. Ja, und diese Scrollerei hier, wenn man jetzt hier mal ein bisschen, ich zoome gerade nochmal rein, unnötigerweise groß. So, und scrollen hier mit der Maus kann ich genauso, links, rechts, das ist ja das Geile an der Magic Mouse, die hat ja auch diese Touch-Funktionalität, ja, mit dem Trackpad funktioniert es halt auch, aber funktioniert es jetzt besser? Weiß ich nicht. Was halt toll ist, wie gesagt, diese Wischgesten, die ich hier habe, die sind wirklich wahnsinnig toll, aber ja, ich schalte mal wieder um und dann reden wir mal weiter. Ja, wie ihr seht, hat halt das Trackpad viele Vorteile, aber eben auch einige Nachteile. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, ausschließlich mit dem Trackpad zu arbeiten. Oder was heißt nicht vorstellen? Vorstellen kann ich mir das schon. Das würde schon funktionieren, aber dann müsste ich meine Maus weglegen. Weil solange die Maus neben dem Trackpad steht, wandert meine Hand automatisch immer wieder zur Maus. Andersrum natürlich genauso. Wenn ich am Arbeiten bin, muss man kurz ins Loungebett, meine Hand wandert rüber, zack, macht's Loungebett auf, macht's zu oder mal irgendwo, wie gesagt, zoomen. Ich komme immer wieder auf das Zoomen zurück. Ihr habt schon ganz oft Zoomen gehört, aber das ist auch wirklich geil. Ne, mal kurz voranzoomen, wegzoomen, funktioniert auch sein Final Cut. Wirklich bombastisch. Und ich sag mal so, wenn man mal auf Amazon schaut, bei über 3000 Bewertungen mit 4,8 Sternen muss ja irgendwo was dran sein. Man hört es auch immer wieder. Ja, es gibt viele, viele Menschen da draußen, die sind von dem Teil begeistert. Ich übrigens auch, aber die benutzen das als einzigstes Gerät. Vielleicht haben sie keine Maus. Keine Ahnung. Also für mich persönlich wäre es nichts. Und wenn jetzt irgendjemand da draußen vor der Entscheidung steht, Mensch, ich muss mir jetzt was Neues kaufen, von mir aus, ich brauche eine neue Maus, soll ich jetzt nicht gleich das Trackpad kaufen? Ich meine, wir sprechen immerhin um die 130, 120 Euro. Ja? Also wer wenig Erfahrung hat mit dem Trackpad und vielleicht auch kein MacBook hat oder MacBook Pro oder was auch immer, wo so ein Teil verbaut ist, da würde ich echt sagen, kauf dir eine Maus, welche auch immer, das funktioniert einfach besser. Ja, im normalen Handling funktioniert es einfach besser. Wer die Kohle hat und sie ausgeben will, kein Problem. Macht so wie ich, stellt es dahin. Sieht auf jeden Fall verdammt geil aus, freut sich, dass er es hat und wird auch sicher happy damit, ja, weil er es ab und zu halt doch benutzt. Ja, aber ich würde mich echt mal interessieren, wie ihr das seht. Alle die unter euch, die ein Trackpad haben und nebendran eine Maus. Wie ist so die prozentuale Verteilung, ja? 50% Maus, 50% Trackpad oder nur Trackpad und die Maus wird so gut wie nie benutzt. Das wäre echt mal interessant, wie sich das mit meiner Erfahrung so deckt. Ja. Naja, aber eine Sache habe ich noch und dazu ist das Trackpad
unschlagbar. Und zwar, ihr kennt es sicher auch, man liegt so abends in seinem Büro oder in seinem Zimmer oder wo auch immer, die Füße auf dem Tisch, will einfach ein bisschen YouTube schauen, Netflix oder sonst was. Ja, da reicht das Trackpad natürlich elendsgeil, ja. Das lege ich mir schön auf den Bauch, lege mich zurück, die Füße hoch und ich kann halt alles bedienen. Ja, ich brauche nichts mehr, ich brauche das Ding. Das kann ich mir auf den Schoß legen, kann drauf rummachen. Mach das mal mit der Maus, da kann ich höchstens auf dem Oberschenkel ein bisschen rumfahren. Nervt, oder ich muss mich halt doch wieder aufsetzen und muss da an den Tisch ran und oh, scheiße, nee. Ohne Witz, dafür ist wirklich klasse. Genial, wie dafür gemacht, ja. Schön auf den Bauch legen, ein paar Chips reinknabbern und durch YouTube surfen. Super. Naja, ich würde sagen, Spaß beiseite. Es ist wirklich gut, gut dafür gemacht. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in die ganze Trackpad-Maus-Geschichte. Und mich würde es wirklich, wirklich freuen, wenn ihr eure Meinung mal dazu schreibt, ja. Wie immer freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch, über ein Abo. Wunderbar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.